すごい値切り方だったな、ベルベット。当たり前の交渉よ。食い殺して品を奪うよりマシでしょ。お前、死神より恐ろしいな。仮面人。あんな変な奴がいるなんて世界は広いよな、少年。あっちも俺たちを見て同じことを思ってるだろうさ。ゴーマと精霊と死神のご一行か。でしょうね。Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten etwas längeren Folge haben wir uns durch diese Höhle hier durchgekämpft und haben versucht zu überleben. Und ja, währenddessen hat sich uns Eisen der Gruppe angeschlossen und ja, wir sind diesen Turtles-Jungen hier begegnet, den wir gleich noch ein bisschen sprechen werden. Und ja, bei mir ist die ganze Zeit ein Skit hier dran. Sehe ich den Namen noch mal? Nein, okay. Und ja, ich müsste am Anfang dieses Videos hier noch ein Skit drangepackt haben, das mir gezwungenermaßen aufgerufen wurde, als ich hier versucht habe, durch die Höhle zu rennen. Und ja, nur ich wollte nämlich mal wieder kurz zum Eingang gehen, so wo Dingens waren hier, die Piraten. Und als ich dann bis zum Anfang dahin gerannt bin, habe ich gemerkt, da ist niemand mehr da. Also da ist das Piratenschiff weg, meine zwei restlichen Truppenmitglieder, also Dial und Magilo, sind auch nicht da, der Laden ist weg. Und ja, habe ich mir gedacht, okay. Und ja, währenddessen hat sich ein Skit geöffnet und das muss ich dann natürlich aufnehmen für euch. So, aber hier ist noch ein Skit, das wir, glaube ich, noch gucken können, was mir schon die ganze Zeit während meiner Trainingssession hier angezeigt wird, aber dazu später mehr. カメ忍だ。名前の通り、カメ忍だ。行商が得意な種族だと考えればいい。もう海亀みたいな功労を背負ってたし、名は太陽を表すってやつか。俺は6番目で六郎だしな。僕は2番目の使役精霊だから、2号。それは名前じゃない、ただの称号だ。 Wir wissen ja schon, wie er wahrscheinlich genannt wird, weil es mir mehr oder weniger gespoilert wurde vom Spiel. Und ja, offscreen habe ich ein bisschen trainiert. Zwar habe ich kein einziges Level abbekommen, weil ja, Velvet ist kurz vorm Level up, deswegen konnte ich nicht weitermachen, weil ich will alle Angriffe hier mit euch hier erleben. Und ja, was ich aber gemacht habe, ist, ich habe jetzt vergessen, mein Textdokument zu öffnen, wo ich die ganzen Dinger notiert habe. Ich mache das doch extra dafür. So, und zwar haben wir Titel für Eisen bekommen: einmal Wanderer, Bestrafner und wahrer Eisen. Ja, Malagarz benutzt einfach nur Dreieck bei mir, Spam 25 mal gesteuert, und bestraffener Boxer war, ne, Kriegsarzt, ja. Also ihn habe ich ausführlich gespielt. Ich glaube, irgendjemand war auch noch kurz davor, einen Titel zu erlernen, aber dabei wird von Level Up war, musste ich das abbrechen. So, Nummer 2 hat was gelernt, und zwar Schattenschreiter. Vermiedene Angriffe, ja, das hat er automatisch gemacht, ohne dass ich den steuern musste. Also Ausweichschritte nehme ich mal an. War der kurz davor, irgendwas zu lernen? Ich glaube nicht, okay. Dort war schon titelmäßig, und ausrüstungsmäßig habe ich da schon ein bisschen mehr von jedem Charakter. Was Velvet hat ein Bernsteingürtel gemeistert. Ich habe leider nichts anderes, was sie gerade tragen kann, was ich ein bisschen doll finde. So, Rukuro hat eine Bernsteinweste und einen leeren Ring gemeistert. Ihnen habe ich jetzt eine Weste gegeben. Als andere hat er dann schon gelernt. Maximal KP plus 30, das ist nicht schlecht. Leeren Ring, ja, die Ringe, die dauern immer ein bisschen lange, aber dafür können die jeder tragen, das finde ich schon mal nicht schlecht. So, Nummer 2 hat den Resistenzring, natürliche Weste und Merkurtasche hochgelevelt. Ja. Mehr Schaden bei weniger KP, weiß nicht, ob mir das gefällt. Natürliche Weste, oder? Ja, mehr Verteidigung und ein Resistenzring, genau.
Artverteilung, so ein paar einfache Sachen. So ein Eisen hat eine natürliche Weste und einen Resistenzring gelevelt. Ich werde wahrscheinlich jedes Dingen in Ausrüstungsgegenstand einmal besitzen am Ende. Und ja, das bringt mich zum nächsten Thema. Und zwar werden wir jetzt mal ein paar Sachen hier aufleveln oder zerlegen oder was weiß ich. Okay, bei Zerlegen bekommt man ja Sachen, die wir zum Aufrüsten brauchen, oder? Ich habe nämlich das Gefühl, wir bekommen die nicht anders irgendwie. Deswegen sollte ich das vielleicht mal hier in Betracht ziehen, die irgendwie zu zerlegen. Hier zum Beispiel. Ich baue ja nur eine Waffe für ihn, eine unterschiedliche. Deswegen können wir ruhig hier eins von den Dingern erledigen. Bams. Solange wir noch eins davon haben, dürfte das doch reichen, ne? Ich nehme an, nicht an, dass wir irgendwann Charaktere bekommen, die exakt gleichen Waffen auch tragen können wie einige unserer Charaktere. Fremdartige Dolche gemeistert. Bernstein, euch hat er noch gar nicht ausgesetzt gehabt. Auch hier einen erstmal weg. Vor allem die, die keine Effekte drunter haben. KP absorbieren, Angriff, Art Verteidigung. Ich weiß noch nicht, welchen ich hiervon nehme, aber mal schauen. Na, maximal das dann weg. Habe ich mal keinen Fehler. Eine Blutklinge habe ich, glaube ich, auseinandergenommen. So, Bernsteinklinge. Mehr Fokus. Ja, lass mal das. So. So tut sich auch ein bisschen mehr hier Ordnung reinbringen. Also wie ein Effekt für. Ja, manchmal scrollt das nicht. Für Arts. Okay. Ich kann mich bei keinem von denen entscheiden, deswegen nehme ich den einen hier. So. So, und dann kann ich auch zwischen Rüstungen und so wechseln. Man kann auch Rüstungen aufleveln. Anscheinend. Yay. So, aber hier habe ich den Effekt KP Wiederherstellung bei dem Sieg des Gegners ausgerüstet, weil sie hat ja das Ding schon hochgelevelt. Und ja, sie hätte immer weniger AP wegen ihrem blöden Seelenbrecher. Deswegen sind ihre AP immer unten, deswegen habe ich ihr diesen Effekt gelassen. Also das Ding ausgerüstet, damit sie das nehmen kann. So, was haben wir noch? Herstellung bei Sieg über Gegner, absorbieren, Effekt, schon wieder so ein, okay. Okay, er wird so ein Vampir, okay. Erinnerungsmedaillon, KP-Wiederherstellung, nein. Machen wir bei ihm KP-Wiederherstellung. Bernstein-Anhänger. Kein Effekt weg damit. Voll viel mit diesem Effekt. So, weiter. Ja, das ist ein bisschen nicht so toll gerade. So, natürlicherweise müsste ich hier noch walten am Ende. AP absorbieren für Art schon wieder. Machen wir das. So, Kampf und Tour. Dann ohne Effekt kommt weg. Das werden wir wahrscheinlich jetzt auf Screen mal machen. Aber ich glaube, wir werden ein paar Titel freischalten, wenn wir hier ein paar zerlegen. Fürs erste. Deswegen lasse ich das erstmal. So, mehr Verteidigung. So, Ringe. Die lassen wir, glaube ich, noch. So, hat irgendjemand einen Titel jetzt bekommen? Irgendjemand hat da so Sachen zerlegen als Titel. Egal. Dann schon mal direkt ein paar Sachen aufwerten. Vielleicht mal ein paar Rüstungen. Damit wir ein bisschen mehr überleben. Kraft von Seelenbrecher, ja. Bernsteinfragment brauche ich dafür nur ein bisschen Geld. Er braucht schon ein bisschen mehr. Bernsteinbeutel. Und so Dingern, ja. Weiß ist jetzt ziemlich langweilig, aber was soll's. Aber tun wir erstmal die ganzen Effekte von deren Sachen hier freischalten. Ja, weiß ja nicht. Hat auch davon haben wir genug. Von den Bonze-Dingern haben wir nicht viele.
Ja. Ehrenring, ja, komm. Ja, Resistenzring haben wir noch. Ja, noch nicht mal ein Effekt. Ach, Stiefel habe ich noch hier alles. Oh. So. Hier haben wir keine Effekte. Was zum Teufel? Du fängst ein mit einem Effekt hier ausrüsten. Nee. So. Gibt es einige Leute, die müssen ja aber noch ein paar Sachen lernen, deswegen. So, sonst brauche ich eigentlich nichts mehr, ne? Gut, das reicht, machen wir weiter. Steuern wir mal, weiß ich nicht. Wer braucht denn noch ein paar Titel so? Du brauchst noch ein paar Titel. Aber du musst uns auch heilen. Was soll's kommen? Versuchen wir es mal nochmal. Ich sollte vielleicht speichern. Obwohl, ich werde ja nicht. Ach, ich werde schon nicht bringen. Einfach optimistisch bleiben. Gut, jetzt tun wir nach 10 Minuten mal anfangen hier, ne? Okay, das ist auch die erste Aufnahme, so. Erste Aufnahmesession, deswegen muss halt hier ein bisschen langsamer anfangen, ne? Dafür hatten wir letztes Mal einen 40-Minuten-Part. Hat auch was, oder? Und da oben habe ich schon gesehen, ist der Ausgang. Das ist gut. So, bevor wir. Da war irgendwas. Teleport-Dingen, ha. Bevor ich mit dir irgendwas mache, was brauchst du denn alles? Gefundene Objekte. Seelenbrecher, ich tue immer in jedem Kampf den Seelenbrecher einsetzen von denen. Besiegte Gegner, Betäubung, erhaltene Seele, Beuteobjekte. Leckte Gegnertypen. Er hat irgendwie nichts, was ich irgendwie brauche, um ihn. Ja, das hier. Oh, ich habe seinen Namen gesehen. Oh Gott. Oh, ich frage mich, ob es schon wieder Mimikkisten gibt. So, können wir jetzt wieder zum Eingang? Ja. Kann ich auch mal ganz kurz zeigen, dass da niemand mehr ist. Meine Güte, sind da. Ey. Direkt 4 Gegner, mit denen kann ich es nicht aufnehmen. Ich weiß nicht, mit ihm, ja. So, ich frage mich ja, wieso die auf einmal alle weg sind, ne? Guck ich das an. Alles weg. Sogar das Schiff, sie sind einfach abgehauen, die Dreckskerle. Gut, okay. Ich wünschte, ich hätte diese Abkürzung beim letzten Mal schon gefunden. So, versuchen wir mal. Wahrscheinlich ist der Sound wieder voll anders, weil ich immer wieder hier neue Sachen ausprobiere. Oh Gott. Jedes Mal. Powertreffer, okay. Ich kann gedrückt halt wieder, okay. Ja, das bringt aber nichts. Oh Gott. Kann hier mal jemand mir vom Leib halten? Wieso tut ein Schlag von mir den so fertig machen? Das ist meiner, jawohl. Mir tun alle meine Angriffe den Schaden machen. Meiner. Ach ja, ich habe Velvet eingestellt, dass sie nicht Dingens hier. Verdammt. Ich habe gesagt, sie soll weggehen, damit sie mir nicht hier die letzten Erfahrungspunkte hier mal abnimmt. Die Bonus-Erfahrungspunkte, wenn es Kampf ist. Das macht sie doch sehr oft. Sehr gerne. Ach, mal her. Bei Rokuro reicht es irgendwie, wenn ich seinen Konter einfach nur einsetze, damit es als Einsatz zählt, neue Titel freizuschalten. Also er muss noch nicht mal irgendwie wirklich den Angriff kontern. Er muss einfach nur... Sie hat schon wieder den letzten Schlag abgesagt. Jedes Mal.
Der muss jetzt einfach nur einsetzen. Klauenkaiserin und Kampfstiefel, okay. Wie hat sie den jetzt hier bekommen? Seelenbrecher benutzt, ah, okay. Und er hat seinen Kampfstiefel gemeistert. Das heißt, er war kurz davor, irgendwas hochzuleveln. So fühlt sich der Kreis. Okay. 61, sonst kann ich nichts. Okay. Gut, lassen wir das. Machen wir weiter. Ihr Pisser. Ah, okay. Komm her, was willst du? Ich hab Powertreffer bei dir, wie blöd. Jetzt haut er natürlich ab, ne? Jetzt, wo ich ihn losgehe. Also er braucht unbedingt mehr Zauber, habe ich so das Gefühl. Weil wenn ich auf jemand losgehen will, stellt sich irgendjemand davor. Und zack. Und zack. Ich habe so das Gefühl, der Sound wird wieder viel zu laut sein. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist. Oh, meiner. Hat schon wieder Velvet. Sie bekommt die ganze Zeit Bonus-Erfahrungspunkte. Sie ist auch irgendwie voll weit entfernt hier von den anderen. So, sie hat aber was Neues gelernt, glaube ich, ne? Doppelpeitsche. Wirf einen heftigen Trick nach links. Wenn ich, Satz. Doppelpeitsche hier. Neuesten immer an erste Stelle packen, damit die schnell hochgelevelt werden. Was auch immer es mir bringt in diesem Spiel. Aber es gibt ja ein paar Titel, die sagen, ja, je mehr Sterne du hast, desto mehr Schaden machst du damit. Also ja, kann nicht schaden. Also die aufzuleveln, die Titel, die Fähigkeiten, die oft genug einzusetzen. Vielleicht gibt es auch irgendwie so Titel wie in Tales of Grace F, wo man, weiß ich nicht, einen Titel bekommt, wenn man, weiß ich nicht, in Tales of Grace F gab es Titel, die hat man freischaltet, nachdem man einen Angriff so, weiß ich nicht, 100 Mal oder so eingesetzt hat. Und dann irgendwann nochmal 500 Mal und so. Und ja, dadurch haben sich die Techniken so ein bisschen verbessert und zusätzliche Fähigkeiten und so freigeschaltet. Vielleicht ist das ja auch in dem Spiel so. Deswegen sollte man das vielleicht nicht vernachlässigen. Wer meine Videos kennt, der weiß, ich vernachlässige nichts. Verdammt noch mal bei Birth by Sleep. Kingdom Hearts Birth by Sleep hier. Gerade meine Charaktere alle auf Level 99 gebracht. Das hat ewig lange gedauert. Weil Aufleveln so verdammt langsam ist. Da brauche ich für jeden Charakter irgendwie so eine Woche. Das ist echt nicht witzig. So, okay. Münze geworfen. Saal. ラグナロックは 神話時代の戦記で何回も読んだ。それにしてもそんな珍しいコイン、どこで手に入れたの？話せば長くなるが。ならいい。ちなみにさっきはコインで何を決めたんだ？ま、話すような事でもない。そうか。余計な詮索だったな。すまん。
Das ist mal interessant. Also, Daos ist ja der Hauptfiesling von Tales of Phantasia. Was, boah, lass mich jetzt nicht reden, lügen, was, weil er nicht so 1000 Jahre nach Tales of Symphonia spielt und der erste Tales of Teil war. Und ja, Martell und so was alles, Yggdrasil, das sind auch Begriffe von Symphonia und Phantasia. Also ist die Geschichte von den beiden Titeln hier kennen? Weil manche Tales of Teile sind ja verbunden. Also Symphonia und Phantasia natürlich, ne? Und hier Zestiria und Berseria. Aber jetzt sind auch noch die anderen beiden Teile mit dem Teil verbunden. Da finde ich irgendwie interessant. Oder ist es einfach nur, weil nicht so eine Geschichte, so wie Art Mythologie oder so, die jetzt nicht wirklich, weil nicht als, bist du für ein Viech, wenn man jetzt nicht so wirklich bezeichnen kann wie Geschichte oder so. Also ist nicht Geschichte, sondern Mythologie. Okay, ich dachte erst, du wärst ein Boss, weil du böse aussahst. Du sahst sehr böse aus. Das wäre fast Angst gemacht. Hör ich mal Design von dem Ding an, ey. So. Ich habe einen betäubten Gegner gesehen, dann muss ich natürlich das machen. So, da ist noch ein betäubter Gegner. Ich werde das machen. So, ich habe halt irritiert die ganzen Leute hier nicht, dass ich hier andauernd Charakterien und her switche. Aber wenn ich so spiele, schon immer jetzt aufspiele. Ja, alles rausholen aus meinen Charakteren. Ist immer noch besser, als wenn ein Let's Player irgendwie die ganze Zeit nur ein Charakter spielt, ne? Weil ich habe schon so oft Tales of Spiele von einigen Tales of Spielen so Let's Plays gesehen und einige Let's Player, die spielen irgendwie nur einen einzigen Charakter. Und weiß ich nicht, ich verstehe das nicht so. Weil das hier nur ein Knopfdruck, eine Knopfkombination, die man ja machen muss, das ist jetzt nicht so schwierig. Okay, da gehen wir so weit von nicht rein. なるほどね。さっきのサソリやこの結界が死神の向こうってわけか。この程度で済めばいいんだがな。正面突破は難しいな。どう攻める？崖を降りた先に検察陣に使われた搬入口があるはずだ。そっちを探る。Bin ich da schon hingelaufen? Ah, sieht so aus. Das sieht schon richtig aus, also gehen wir nicht dahin. Na, kann ich die Sachen abhüllen dann? Okay. Was ist denn mit den Soldaten? So, Wölfe, ihr seid neu. Was? Ja, wie gesagt, ich bin halt irgendwie blöd, wenn man halt ganz Let's Play über nur einen Charakter spielt. Ja, wenn die Chance hat, auch andere zu spielen. Das sehe ich bei fast jedem Tales of Spiel. Tales of Exilia, Charakter, die Leute wählen irgendwie Dingens aus. Auch schon wieder. Was immer noch betäubt, ja. Und schon wieder. Nein, er hat nicht mehr. Ja, verdammt. Seelenräuberin, Armband, okay. Ich bin halt irgendwie doof, hier nur ein Charakter bald zu spielen. So, Armband, Bernstein, Armband. Windangriffskraft, haben wir überhaupt einen Windzauber? Ja klar, Windlanze. Boah, hätte ich schon viel früher ausrüsten sollen. Okay. Und sie hat... Sie hat irgendwie sehr viele Dinger in letzter Zeit. Seelenräuberin. Ah, erhaltene Seelen, okay. Ich habe dieses KP-Wiederherstellungsding, weil, wie gesagt, sie hat immer irgendwie wenig HP wegen ihrer Seelenfertigkeit. Okay, da können wir auch nicht hin, alles klar. Ich will aber nur so einen Wolf bekämpfen. Weil Malak 2 hier hat... Oh, das geht auch. Irgendwie so ein Titel, den man falsch haltet, wenn man bestimmte Gegnertypen erstmal sieht und entdeckt. Und ja, ich glaube, er war bei 28, als ich die Aufnahme gestartet habe.
Und zack. Ich muss es normal wieder aufgreifen. Ich finde es irgendwie nicht gut, nur einen Charakter die ganze Zeit zu spielen. Das ist irgendwie langweilig. Worauf ich hinaus wollte. Tails of Exilia. Einige Leute wählen irgendwie Mila oder Jude am Anfang aus und dann spielen die das ganze Spiel lang nur den Charakter, den sie am Anfang ausgewählt haben. Als gäbe es irgendwie die anderen Charaktere nicht zum Spielen. Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich meine, jeder kann spielen, wie er will, aber trotzdem. Gegner Guru. Und schon wieder neue Sachen. Nicht gut, aber so viele Sachen hier. Auch da werde ich gar nicht offscreen irgendwas machen können. Brauchen. Worauf ich hinaus will, ich verstehe es nicht, aber mein Erfolg als Let's Player spricht ja sowieso für sich, also wahrscheinlich ist es das, was alle anderen sehen wollen, und ich mache genau wieder alles falsch, ne? So, du hast das hier ausgerüstet, du hast die Bernsteinstiefel, du hast, glaube ich, alle Stiefel, ne? Yay! Was ist denn besser, Kampfstiefel oder Bernsteinstiefel? Mehr Fokus? Ja, nehmen wir lieber das hier. Verteidigung, gehen wir mal mehr Verteidigung. Wie soll ich weniger Verteidigung bekommen dadurch? So, sonst nichts mehr, ne? Also, Gegner-Guru. SG-Kosten von Arzt basieren auf ihre Sterne, ja. Also voll aufgelevelt alle Angriffe und so. Wird da bestimmt nicht schlecht. Mit einigen Titeln. So, ich hätte gern einen Speicherpunkt. Aber wir haben gleich wieder unser Limit erreicht. Da können wir ruhig mal wieder ein bisschen speichern. Da geht es so runter. Da ist irgendwas. Ich wollte jetzt Kamille sagen, aber kann ja alles sein. Eisenkraut. Eisen, was machst du denn im Boden? Und da unten sehe ich schon einen Speicherpunkt ausgezeichnet. Bein, weil. Man da, nein, ja, springen, warum nicht? Oh, noch mehr Seelen. Warum ist diese Musik so sinister irgendwie? Oh, das sind Leute, müssen wir jetzt kalt machen. Oh. Hi, was seid ihr? Echsenmann. Also generic Echsen. Mal schauen, die werden aber nicht stark sein, oder? Oh Gott. Ach, das Vierecke. Mich zu schützen. Da ist jemand betäubt. Eisen, geh auf ihn los. Ausgezeichnet. Eisen, da ist jemand betäubt. Geh auf ihn los. Auch irgendwie überpowert die Fähigkeit von dem. Was? Ich darf reden? Warum hat er denn jetzt so ein Leuchten im Auge, in den Augen? Hat sich der Blick jetzt geändert? Ich glaube ja, ne? War vorher nicht so. Sehr schön. Und diesen hypnotisierten Blick, weiß ich nicht, hat irgendwie was. Gibt so ein bisschen Coolness. Für den Kleinen, weiß ich nicht. Hier, ich rede natürlich wieder Unsinn. Hier ist aber was. Geld, Tank des Lebens, oh, sehr gut. Mach da. So, aber es scheint keine Dinge zu geben.
keine Entdeckungen, so wie in Graces F oder Zestiria. Ist mir aufgefallen. Aber das stört mich jetzt nicht so nicht wirklich. Also darauf weiß ich nicht. Das ist so eine Sache, die auf die kann ich ruhig verzichten. Ist jetzt nicht so dolle. Jetzt eigentlich nur so ein Skit halt, das an einem festen Ort ist. Und ja, gut, 30 Minuten, und immer 10 Minuten ausgerüstet haben, 10 Minuten wahrscheinlich gekämpft haben und wahrscheinlich 5 Minuten Story gemacht haben, hat irgendwie keinen Sinn macht, weil das wären noch 25 Minuten. Aber was soll's, ich würde sagen, wir beenden den Part hier und ich sehe euch dann hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich allerherzlichst fürs Zuschauen und zack, hoffentlich tschüss, bis zur nächsten Folge.